Wir doch jetzt zu einer Alpstube ein. Bis jetzt haben unsere Stubentensendungen zwar gäng im Studio stattgefunden, das Mal aber ist der Guido Steiger mit einem Filmteam auf Käferen Alp gezogen zum Dominik Marti. Ja, und zu einem richtigen Fest auf der Käseren gehört natürlich unbedingt urchige Innerschweizer Musik. Recht viel Vergnügen. Thank you.
Gott habe, wie tun sie mit dem Rüdel. Aber nicht. Ja, liebe Zuschauer, eigentlich haben wir das alles wollen draussen machen. Aber wie es so ist auf der Käseren Alp oben, der ein Tag ist so und der andere ist dieser Wagen, da haben wir uns in ein Hütchen geschlafen. Wir sind richtig in einem Fest drin. Es wird ein bisschen Musik gemacht, tanzen und gejutzen und geheiben. Und was wir jetzt gerade vorhin gehört haben, das sind gehörige so Jutzli, so von der Leber weg. Man sagt, der Schrei jutzen. Im Übrigen sagt man aber sonst Wieschen. Das kann zweierlei Sinn haben. Das Wieschen, es ist eine Begrüßung auf Distanz. Es ist ein Zeichen, dass man noch oben ist. Dass der Alter nebenan eben auch weiss, dass man noch da ist. Es kann aber auch noch einen Sinn haben, als er gewohnt hat. Wenn man so ein Bündel heulen und so geht dann rein und trillt, da oben dann noch gar schnell ein bisschen strecken und das Schrei jutzen, was der neben dem weiss, aha, er hat schon wieder einen drinnen. Und, wenn wir so beim Festen sind, ein bisschen lustig und gemütlich, das ist ein bisschen Sonntag. Ich will euch aber nicht nur vom Sonntag erzählen, wir arbeiten auch noch. Und etwas habt ihr bereits schon gesehen, wir haben gemolken, draussen. Die erste Arbeit, wenn der Sonne aufsteht, der grösste Platz zu den Augen ausgerieben hat, schaut darauf, Geist, wo die Kühe sind. Wir löseln ein bisschen. Aha, sie sind in dem Port. Dann nimmt man die Holztaus auf den Rücken und den Eimer. Man marschiert ein bisschen darauf. Dann kann man schon ein bisschen schnaufen und gelungen hat Arbeit. Dann hockt man zu den Kuhli an. Und was gibt es auch Schönes wieder für aussen machen? Ins Herr geht die schöne Natur raus. Kuhli so weidet, also genagelt an den Börtern herum. Die Reichelle so tönt. Und jemand ein Mundli pfeift, das Bächli ein bisschen rauscht. Und dann so schaumt. Was will der Sam machen? Er fährt etwas Jützli an, so gehörig, wenn es morgen gebet. Aber wir tun nicht nur melken, wir gehen das dann noch ein bisschen zu anderen Arbeiten über. Es wird nachher gekäset, es wird gegangen, es wird gehäut, es wird gehackt. Das ist ja das erste im Land. Man muss hacken und im Herbst wieder hoch ablegen, Stühldrüsten, Schindeln machen. Ja, Arbeit genug. Aber zu diesen Arbeiten wollen wir jetzt noch ein bisschen Musik hören und die lustigen Eibiger spielen das ein Tänzchen, das heisst am Hegitzlieb. Thank you.
Gehen wir rein, ist ein bisschen frische Luft. Ein Schuppla Gamschi springen dort gerade durchs Genöss hinterher. Es hat aber auch noch Steinböck, Schneehühner, Munken, das heisst Murmeltierli und Adler bei uns da oben. Die Käseralp ist im Eiberig und ob Holz, das heisst ob der Waldgrenze gelegen. Das Weidland geht bis rund 2000 Meter über Meer rauf. Das ganze Gebiet ist auf Obereibiger Boden. Zu erreichen aber ist die Käseralp von Untereibirig via Einsiedeln aus oder auch von Schweiz über die Eibiger Ecke hinein. Von Schweiz aus ist dann auch die Eibirig und die Alpen, die dazugehören, genutzt und angesiedelt worden. Nachdem es nur vor der Gründung von der Eidgenossenschaft schier einen 100-jährigen Markenstreit gegeben hat, zwischen den Schweizern und dem Kloster Einsiedeln. Da sehen wir gerade die Staffelhütten von der Käseralp. Das ist das Herz von der Käser mit der Kappel und der Trusberghütte, wo man den Durst löschen kann. Der Eibiger ist nämlich ein gemütlicher Volksschlag und die kleinen Heimetli, die es haben, hat es gelernt, mit wenigem zufrieden zu sein. Eine Charakterisierung von einem Mutitaler, Schweizer und Eibiger, sagt, ein Mutitaler, wenn er heirate, so will er eine schöne Frau, der Schweizer eine reiche und der Eibiger sei schon zufrieden, wenn er nur eine lustige überkam. Das hier ist eine Alphütte, wie sie es um Schweizer Biet üblich sind. Auf der Käseren sind 21 Hütten und etwa 750 Stück Vieh. Die Hütten sind meistens in privatem Eigentum. Hingegen die Alp ist Oberalmig. Das ist die grösste Kooperation der Schweiz. Man unterscheidet Kühe, Rinder und Schafalmige, je nachdem, wie sich etwa das Gebiet eignet. Das Geissenvölkchen natürlich hat überall das Recht, das aber wäre doch nicht zufrieden, wenn es nicht vom Besten das Beste hätte. Die Käseren ist kühalmig, gut grässig und mauch. Aus Personalmangel aber ist die Kuhhaltung in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen und in dem Moment auch die Alpkäserei. Da sehen wir die Staffel wieder von vorne, links der Schülberg, rechts das Pfannenstöckli. Unten im Bild die Trusberghütte, wo wir alle unsere Festchen anschmettern, um ein bisschen drauf zu kappeln. Um am Herrgott zu danken, gehen wir allsonntag auf die Zähne hier in die Kappeln zu killen. Weil man ja wieder Frieden hat mit dem Kloster Einsiedeln, können wir die Pater es noch gerade gerne gehen Mess lesen hier rauf. Herr Jesus, du hast den Tod überwunden und lebst wieder in Herrlichkeit. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Machen wir einen Sprung in Wartung. Das Hannes Marti Staffel zeigt uns da ordentlich, wie man Schindeln macht. Zuerst werden die Schindeln dort gespalten. Die müssen spellig sein, das heisst astfrei und gut spaltbar. Die Schindeln werden hier in Schnetzesel eingespannt und mit einem Zeugmesser noch etwas weggeschnetzelt. Die meisten Alphütten hier oben sind noch mit Schindeln gedeckt und da müssen die Dächer von Zeit zu Zeit wieder etwas ausbessert sein. Es wäre, glaube ich, wieder Zeit, dass man etwas Musik hörte. In den Trusberghütten haben schon wieder ein Fest im Gang. Wir hören die Schweizer Örgale-Duo Reichmuth Marti. Sie spielen der Ländler beim Sidi Tomini zu Hinterhofen von Josef Marti. Thank you.
Zum Ländler, der Rumbojos, vom Ernst Holdener, gespielt vom Schweizer Örgali-Duo Holdener Lühend, hat die Trütsche Werni und der Edwin Belmund geäuerlet. Die gleiche Formation spielt dann nur der Käserer Ländler vom Erwin Kriebühl, aber vorher gehört mir noch die Schweizer Örgali-Duo Reichmut Marti mit dem Ländler, Alpler Gäuerler vom Erwin Kriebühl, mit den Kleveler und Baseler zusammen und das sind der Urs Holdener und Zotta Walter. Thank you.
nicht der König David, das Tänzchen schon da. Wir machen es ja scheint bloß an einem Heiligen an. Und das Gäuerle, das haben wir den Alten abgelehrt. Im Krieg und beim Tanzen, wie haben sie sich gewehrt? Ein urchiger Gäuerler gilt noch heute, solange es Männer und Weibervolk gibt. Und der ist ja kein Schweizer und der ist nicht frei, wo sich Beiladler reiteln, da bleibe ich dabei. Komm, Gespüsli, wir wollen dir raus. Wir stüpen eins zu und wer die Nase will rümpfen, der blas uns in die Schuhe. Ja, übers Gäuerle sollte ich euch sonst noch etwas berichten. Woher kommt das Wort? Man weiss es nicht genau. Etwas sage ich, das kommt vom Gautanz. Etwas sage ich, das kommt vom italienischen Wort. Gioia, das heisst Freude. Man sagt jetzt noch in unserem Dialekt, er kommt ins Gäu oder ins Gäu. Und das kann sein, wenn man gäuerlet, muss ein bisschen Freude rum sein, sonst kannst du gar nicht gäuerlen. Und warum tun wir Schweizer nur noch gäuerlen? Man weiss es auch nicht. Wir sind ja früher schon, wenn man alte Chroniken liest, kann man lesen, dass der Schweizer immer einer war. Wenn jemand nichts gelaufen ist, hat er gemacht, dass etwas läuft. Er musste ein bisschen guseln an einem Ort. Und darum tun wir noch gäuerlen. Und der Gäuerler, der ist ja frei in der Handlung. Es ist ein Werbetanz. Der kann machen, was er will. Man hat aber so Ausdrücke und Handlungen von früher nachher schon übernommen, wenn wir sagen, zu drüllen, zu schleifen und zu drehen und zu stechen. Am Boden nachher wieder raus, zu hopsen, auch die Beine für den Schletzen, die Beine zugleich. Es gibt auch noch ein Gümpeln, ein Tätscheln. Und dann haben wir noch, ja, das Bödeln darf ich nicht vergessen. Topulieren ist ein altes Wort. Das ist auf der Absätze und auf der Zechenspitze nach hinten. Und zuletzt etwa noch das Mädchen die Luft auf einen Schlussakkord oder von Abknien vor einer Suche. Jeder macht es ein bisschen anders. Und wichtig ist nur, dass man eine Tanzsprache macht. Wenn wir sagen, Suchen nehmen, Hauptmusik, ein Urchigen, Zocken oder auch Jungsröse oder irgendetwas so. Es muss einfach laufen. Es ist nicht nur ein Tänzchen, wo man einen Händler wieder hat. Es läuft etwas. Ja, die Einbürger, die haben immer gerne getanzt. Und man sieht es heute noch viel am Stück gemacht unter der Fasnacht, da hat es einen Haufen 80-Jährige draussen. Schon wo sie über den Gottert sind, der Pfarr Wasser hat geschrieben in seiner Chronik über das Sentnen, hat dort erwähnt, dass der Einbürger immer der Erste war, sei am Tessin unten am Abend, wenn etwa Mädchen und ein bisschen Musik rum war. Heig treiben müssen tanzen. Und von dort nachher, wahrscheinlich kommen dann noch ein Haufen alte Wörter. Wieso? Zu Golatzen. Sagt der Reibiger jetzt noch. Auch zu viel gewannen. Heisst es jemand kommt, dann wollen sie Golatzen, das heisst das Morgenessen. Oder ein Fatzenäidli. Ein Fatzenäidli, so ein roter Schnuderlumpen, sagt man heute noch ein Fatzenäidli. Dann hat man sonst noch Wörter. Lieber Amant, Justament. Ja, geben einen Haufen. Aber, wir bleiben jetzt beim Gäuerle und in der Clubhütte nennen wird das noch viel gemacht. Man tut dort tanzen, bis richtig stäubt. Man sagt ja nicht nur sonst einmal Ländler gestoppen. Wenn sogar so gehörig stäubt, dass man schier nur noch meint, man sei in einem Steinbruch rein, kommt der Wirtolik nicht ein Kessel voll Wasser und ein Basali und dann wird gespritzt. Manchmal schon, wenn alles miteinander nichts nützt, das Spritzen, hat er einen ganzen Kessel Wasser schon über die Tille hinten geklärt und dann hat so ein Säusali gegeben und dann hat man wieder loslassen können. Und wenn man so gäuerlet, ist es ein Zeichen, dass man gesund ist. Man kann wirklich in drei schwitzen, bis man die Pferde nass ist. Aber ich glaube nicht nur allein, wegen dem ist man gesund da oben. Es hat auch gute Alpenkräutchen.
Das war ein Naturjünsli und gesungen oder gejutzt, besser gesagt, Hetz, Schacher Rudi und Zeiti Anni. Ein solche Jünsli haben wir bei uns innen noch Haufen, an die 40 Jahre. Und das geht nur mehr, ich kenne ihn auch nicht alle. Die sind uralt und schön. Eine richtige Schweizer Eigenart. Und sind vor kurzem erst akzeptiert worden, vielleicht vor 20 Jahren, im Eidgenössischen Schildlerverband. Und eigenartigerweise hat sich noch ein Toggenburger drum gewehrt, der Wespiköbi von Wattwil. Hat eines mal gemerkt, dann kommt in Schweiz innen, lebt noch Jützli, die man überhaupt noch nicht kennt. Und sie sind aber eigenartig. Sie gehen so komische Altonarten aus und wechseln tatsch an einen anderen Ort. Und darum werden jetzt auch nicht viel gejutzelt von anderen Leuten. Ich glaube, sie bleiben schön daheim da hinten. Die Jützli, habe ich mir sagen, die sind ganz alt, eben noch so richtig in der Naturtonreihe gejutzt. Und man treffen es eben selten mehr an. Die Stimme ist ja das älteste Instrument, das der Mensch hat. Und wie allen Orten hat man die Stimme etwa imitieren mit einem Instrument. Und der Schweizer, der Altschweizer, hat gesagt, ich baue mir etwas Ähnliches wie ein Alphorn. Und dem sagt man Büchel. Das ist unser, das alte Instrument, das heisst, es ist älter als der Alphorn im Kanton Schweiz. An mir haben die Alten gesagt, an den Schwingfesten auf der Rigi und hauptsächlich auf dem Stoss, seien die Alphorn noch vor kurzem verboten gewesen, vor 20, 30 Jahren. Da hat es Wettbewerb gegeben, mit Büchel. Und da haben etwa 10, 15 haben da Büchel, der Beste hat einen Käse bekommen oder irgendetwas Präsent. Aber die Alphorn waren da gar noch nicht so beliebt gewesen. Die sind erst jetzt später aufgekommen. Der Büchel ist aus Holz, das seht ihr ja. Mit einem Mundstück, verlegt praktisch zum Mittragen, haben etwa jedem Hütchen aussen hat er Platz. Und man tut das Spielen alleine so am Abend, am Feierabend oder wenn es dann drum ist. Ich würde sagen, sie haben schöner als der Reich gerade jetzt. Für das gerade dem auch nicht immer gleich gut. Die Jützli, haben das gehört, das sind so Choreieli. Die hat man früher noch gejutzelt und jetzt noch. Und man hat es mit dem Büchel nachher gemacht. Ja, da wir im Übrigen auf den Käsern oben. Wir dürfen nicht nur Musik machen,
Man tut nicht nur bücheln und jauzen. In der Freizeit, der eine oder andere tut ein bisschen schnatzen. Und einen Spezialist haben wir da auf den Kaser. Das ist Zürli Meiris Willi. In der Twerriberghütte oben. Seine Spezialität ist das Pfauenschnitzen. Aus dem einen Stück Holz ist der Leib gemacht. Da sehen wir schon den ganzen Vogel. Die Grosskunst an diesem Vogel sind die Flügelrad, die je aus einem Stück Holz gemacht worden sind. Weiter haben wir in der Freizeit auch noch verschiedene Kraftspiele. Zum Beispiel die Hand ablegen. Ja, wenn es einem zu wohl ist, musst du mal etwas machen. Und das Nevel heilen. Das hat eine ganz besondere Geschichte. Wenn es jemand hier und da Nevel gehabt hat, das heisst Nebel, und sich jemand ein paar Touristen zu uns rauf verirrt haben, haben wir denen angegeben, wir können den Nevel heilen. Das heisst verjagen oder vertreiben. Und wenn man dann den Moment verwutscht hat, wo es der Nevel ordentlich geklüpft hat, haben sie uns Buben alle angeschaut, als wie Hexenmeister. Anna! Anna! Und da, das Fußstossen. Auch das ist ein Kraftspiel. Da oben spielt eben die menschliche Kraft eine grosse Rolle. Man tut sie fördern, wo man nur kann. Ein Alpler ohne Kraft ist auf den Alpen oben blöd dran. Er muss doch alles, sei es das Heu, die Milch, Nahrungsmittel, suchen tragen. Das Katzenstribbeln. Eine glatte, aber eine harte Sache. Ich bin doch überfroht drin. Ganz gut. Für die Tauberkosmetik. Besonders für die Durchblutung der Ohren. Und das Häkeln. Bei diesem Sport hat schon Menge mitgemacht, wo sie nicht gewöhnt war, sodass er am Abend cool ist, ihr nicht mehr hätte können machen. Und bei einem Haar zu jassen, das ist ja der Hauptsport, den man da macht im Übrigen. Und dort sind es dann Guteibiger. Ich würde sagen, selbstleidenschaftlich genug. Ich habe so einen Eifer rein, manchmal in der Nacht draussen noch. Gerade früher, schon vor 100 Jahren, als man das Obereibrig zu killen musste, haben sie auch zuletzt noch um Rietli, um kleine Plätze Land gespielt. Und jetzt fuchs es natürlich aus Innig verreckt, wenn sie so die Obereibriger kommen, abmähen ins Unterreibrig ab. Ja, wegen dem Jassen. Komm, schau doch gerade selber, wie das jemand zu und her geht. Die ältesten, ursprünglichsten Jassarten hier am Eibrig hinten sind eindeutig zu Beidnen und zu Blesangen. Bei diesen beiden Jass hast du gleich einen Haufen Geld verspielt, im Fall, dass du nicht weisst, was du riskieren darfst. Nebenbei ist auch das Trampen, der Bodentrumpf, der Schieber, unten auf und oben ab, Banduhren, Rumba, ja, umso weiter, auch noch Mutter. Ja, es ist auch gleich noch eben schön, wenn man hier in der Trossberghütte ein bisschen zusammenhückeln und jassen. Aber Gott sei Dank sind nicht alle jassverrückt. Sonst hätten wir ja weit nicht so viele gute Schweizer Örgel hier am Eibrig hinten. Du musst 23 Stück.
Das Schweizer Örgeli-Duo, das ihr gerade jetzt gehört habt, heisst Echo vom Fuchsecken. Und gespielt haben sie beim Edi daheim. Ja, zwischendurch nehmen wir wieder eins, also das gehöriges Alpler-Schwarzes. Der Schlund-Märtel hat ja so einen über da vom Kochkessali. Und da möchte ich euch noch ein bisschen berichten, wie der Alpler eigentlich so gelebt hat, was er so isst im Sommer auf der Alp oben. Die meisten Gerichte, die er macht, sind Eintopfgerichte. Man macht zu wenig gesagt in diesem Kochkessali. Und das meiste sind Milchspeisen. Milch, ein schöner Spruch von früher, heisst, bei Ziegerkäse und Anken kann gewiss kein Mensch erkranken. Und gute Alpenluft dazu, ei, wie gut muss das einem tun. Aber eben neben diesen Milchspeisen nimmt man ein bisschen Mehl auf, dann macht man Stunken Wärme. Man kann Fans machen, das sind uralte Alpler-Speisen. Und die macht man, die Stunkenwärme ist mit Nieden gemacht. Man lässt ein bisschen blödern, bis der Anker kommt, und noch ein bisschen Mehl drin, ein bisschen Salz, und schon haben wir ein feisses, gutes Alpler-Gericht. Der Fans macht man wieder mit ein bisschen Mehlrösten im Anker. Man kann dran leeren Wasser, je nachdem, ob man so ein bisschen feiss, ein bisschen mager will haben. Man kann ein bisschen Wasser dran tun, Sirten oder Milch oder auch noch Nieden. Da gibt es natürlich auch noch Kohlermus, das ist ein Amulettenspeis. Da haben wir auch noch etwas ganz Gutes, das ist Gümmel und Speck, aber viele wissen jetzt natürlich nicht, was Gümmel sind. Gümmel, wir sagen an den Herdöpfel, sagen wir Gümmel. Darum sagt man uns auch Gummeli-Schweizer. Und noch ganz etwas Feines ist dann auch noch Polentenbrei. Der Boschenwendel. Heigen so gut gemacht. Der arme Hausleni Heigen hat gesagt, der beste Polentenbrei, den ich in meiner Lebtung hatte, habe ich in den Paschenwendels oben gesehen. Ja, und eben noch etwas möchte ich erwähnen, das ist doch die Nidl. Also gehörige Alpenmilch gibt auch richtige Nidl. Und dann, wenn man mit dem Gerstner schwingt, gibt das ein richtig sonntiges Menü. Wenn die Leute um den Ufer kommen, sei es Mutter und Vater, sei es Geschwister, sei es Fremde. Ja, da wollen doch alle ein bisschen Nidle. Da kann man auch noch ein bisschen Brot drin schnetzeln. Das ist wunderbar zu essen. Ja, aber ich glaube, jetzt wisst ihr ungefähr, wie der Alpler gelebt hat. Eins möchte ich nur erwähnen. Es hat noch Alpler gegeben, die hat nur einfacher gelebt. Zürich Alice Röbi ist jetzt gestorben, der hat mir erzählt, er sei um die Jahrhundertwende Sieger Knecht gewesen beim Lehbübel oben. Und der hat überhaupt schon nur von leerer Milch gelebt. Die sie müssen fegen, von morgen bis am Abend. Nach Melken hat man schon Kühe warme Milch getrunken. Und zum Mittag, wo wir Hunger bekommen, hat man an einer Kuh Glocken abgezogen und hat da drinnen gemolken und hat gerade noch wieder Milch getrunken. Und am Abend war es nur eins das gleiche Gericht. Und er hat gesagt, dass sie ihm traurig Elend verleidet. Er als Böbel hat doch auch Sinn nicht gegeben. Er hat so einen richtigen Muckenbrot gehabt. So, aber jetzt gehen wir wieder in die Clubhütte durch. Wenn wir sagen, das wäre die Rosberg-Hütte. Und dort spielt für uns jetzt noch eine von diesen vielen Schweizer Örgeli-Kapellen im Übrigen.
Was ist? Kapelle. Reichmuth Ott. Sie spielen uns eine Kugelrunde. Und kombiniert ist er vom Meiri Reichmuth im Durchnehmen. Liebe Zuschauer, jetzt sind wir am Ende von unserem Rundgang auf der Käseren. Ich tue mich verabschieden mit meinen Nebendalplern. Das heisst, der Säbelgewehrder ruft dann noch den Alpsägen. Jeder Alpler da oben, bevor er etwas gegen dem Nisterli zustrapelt, ins wilde Heune geht schlafen, der eine oder andere hat vielleicht schon ins Bett, dann ruft der Alpsägen am Kreuz raus. Da oben weiss man ist an allen Unwettern ausgesetzt. Es gibt Blitz, es gibt Hagel. Und gar wenn noch kein Hagel war in der Urzeit, hat man das schon gerufen. Und weil man geglaubt hat, so weit dass man mal gerufen ist zu viel geschützt, hat man eben ein Werkzeug genommen. Und das ist eine Sehne. Oder ein Trichter. Die Sehne hat zweierlei Funktion. Man kann sie brauchen zum Milchsehnen. Man schoppt doch ein bisschen Kreis, ein bisschen Tannenkreis, darum heisst es auch Sehnenkreis. Dann tut man das aufs Kissen, man kann die Milch sehen mit dem. Dann kommt sie noch gut den Geschmack auch noch über vom Kreis nachher. Dann nimmt der Alpler die Sehne, geht ins Kreuz raus, ruft den Alpsägen und tut alles um Schutz und Schirm vom Herrgott an empfehlen. Und jetzt hoffe ich, ihr habt ein bisschen Spass gehabt mit uns zusammen da oben und auf Wiedersehen miteinander. Ave, Ave Maria, es wollte Gott und Maria, der Name des Herrn sei gebenedeit, von nun ab in Ewigkeit, wie und offen, Leut und Land. Gott schütz und segne alle Zeit, von nun ab bis in Ewigkeit. Ave, Ave, Ave Maria, es wollte Gott und Maria, gelobt